Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann. Die zweite heute bereits für den Bergmann Freitag. So, das mit dem automatisch nach Hause schicken hat nicht so gut funktioniert. Es hat gar nicht funktioniert. Weil der Transit ist einfach gegen den nächsten Baum, gegen die nächste Laterne gefahren und ist einfach stehen geblieben, wie so ein nasser Sack, weißt du? Ja. Hat nicht funktioniert. Mache ich selber, kein Problem. Okay. Was steht jetzt an? Wir haben ja heute Morgen, haben wir schon gesagt, unser LKW ist auch schon da. Gut, dann packen wir den erstmal hier hin, den Transit. Wenn ich ihn brauche, kann ich ihn dann dazu holen. So. Körnermais, 67%. Okay, das heißt, wir haben noch 2 Minütchen Zeit. Dann wird das erstmal jetzt zu den Schweinen. Brauchen die Schweine schon was zu essen oder ist es noch zu früh? Schweine, Körnermais. Oh, die könnten ein Häppchen vertragen. Ne? Da können wir gleich was hinwerfen. Oh, unser Wörterbein ist auch schon da. Wunderbar, das wurde geliefert. Das lag irgendwie verkehrt an der Sammelstelle. Naja. So, da lag. Bin ich hier richtig? Ja, ne? Erstmal ein bisschen frischen Körnermais hier reinbringen. Okay, reicht für mindestens 6 Tage. Oh, hoppla. Sollte nicht schief. Sorry. Sollte nicht hier gerade zurückfahren und dann möglichst genau in den Silo rein. Wow, was ist los, Werner? Also nochmal. Hier raus. Und hier dann gleich von unserer Perspektive momentan aus rechts wäre nämlich der Silo. Nee, Quatsch, Werner. Das stimmt nicht, das ist der Silo zum Abholen. Nee. Okay. Dann laden wir das da draußen ab. Das heißt, wir haben auf alle Fälle noch einiges. 74% ist noch drin im Anhänger. Wunderbar, sehr gut. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass es jetzt nach 20 Uhr ist. Ne? Wir müssten eigentlich vorspulen, damit wir. Erstens Target, ich bin absoluter Tageslichtspieler, ne? Ihr kennt mich mittlerweile. Und dass der Händler offen hat, weil ich würde tatsächlich jetzt gerne den ersten Traktor verkaufen, den Fiat. Der kommt weg. Ja, tut mir leid, aber der kommt weg. Und das Underburger-System, das kommt jetzt weg. Ich habe so keinen Bock mehr auf das Ding. Es rutscht, es hakt, es. Nee. Ich weiß, es gibt ein paar von euch, die mögen das. Finde ich wirklich. Ja, jeder wie er möchte. Gar kein Ding. Aber es ist einfach, für mich ist es einfach gar nichts. Das mit dem Rutschen, das hat mir heute Morgen wirklich den Rest gegeben. Da war ich echt, echt enttäuscht. Gucken wir mal, ob wir noch was mit drin haben, was wir nehmen könnten. Ja, Annaburger kommt auf alle Fälle nicht mehr auf den Hof. Nein, auch nicht unbedingt. Ja, IT-Runner bin ich halt immer noch Fan von. Ne? IT-Runner bin ich immer noch Fan. Und vor allem 45.000 Liter ist natürlich schon eine Ansage. Bin gar nicht sicher. Ich glaube, ich hatte den davor auch. 32.000 ist natürlich auch okay. Ist natürlich auch okay. Sieht auch sehr solide aus. Warum kaufen sie sich einfach sowas? Das wäre doch ganz easy peasy, cheesy. Was gibt's noch? Weiß ich nicht. Können wir uns einfach sowas noch kaufen? So ein Farmtech. Oder? Der ist doch auch putzig. Sowas wollte ich mir auch mal kaufen. Aber, wir werden das jetzt anders machen. Ich werde jetzt tatsächlich vorspulen. Wollte ich jetzt. Ist jetzt außerplanmäßig, muss ich echt so sagen. Aber ich habe mir gerade jetzt ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wir machen uns jetzt nichts kaputt dadurch, dass wir das jetzt so machen. Deswegen können wir das auch so machen. So, wir machen den Motor aus. Und dann, weil es geht darum, dann können wir nämlich ein bisschen, ne? Wisst ihr Bescheid. Tiere sind auch ganz gut versorgt, also es spricht nichts gegen, jetzt vorzuspulen. Gerade bis zum nächsten Tag. Ihr wisst, ich spule nie hier wochenweise vor. Das mache ich einfach nicht. Ich möchte nur Tageslicht haben. So, die Fixkosten sind. Oh, geil! 7.46 Uhr. Guten Morgen. Wir sind wieder da. Ah, guck mal, wie das gleich freundlicher und geiler und. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir, muss ich so sagen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, der bleibt. Der kommt auch weg. Der kommt auch weg. Wir haben so viel von den Anhängern, ne? Das ist traurig eigentlich. So, jetzt kommt der Frühjahr. Wir nennen es Frühjahrsputz. Wir sind jetzt fast im Herbst, aber wir nennen es einfach Frühjahrsputz. Und zwar vom Hof zum Händler. So, zack. Du kommst erstmal weg jetzt hier. Mit allem Klaratatatsch.
glaube, ich habe den Reparaturmod nicht drin, ne? Nein, okay. Nee, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man den Reparaturmod mit reingenommen hätte. Und dann müsste man ein bisschen aufpassen, was man macht und was man nicht macht und was man verkauft und was man nicht verkauft, ne? Da muss man ein bisschen gucken. So. Wo bin ich hier eigentlich? Genau. So. Du kannst jetzt auch mal tatsächlich den ab... Ja, eigentlich nicht, weil du musst eigentlich gleich das Stroh aufsammeln gehen. Aber du kommst jetzt wieder mal zum Einsatz. Auf, dann bringst du mir einfach die zwei Sachen weg. Dann wird der Fan auch wieder mal... Ihr habt recht, ne? Der Fan zum Beispiel, der steht jetzt wirklich schon 3-4 Folgen in der Scheune. Also hier im Unterstand, ne? Und das ist eigentlich nicht zielführend, weil ich wollte diesen Fan damals haben. Ich weiß, dass es so gut im Bienen-Display vorkommt, das ist mir vollkommen klar. Aber ich wollte ihn einfach haben, weil er einfach ein bisschen Power hat und mir einfach sehr gut gefallen hat. Deswegen wollte ich ihn haben. So, diesen Aufsatz brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, weil wir haben den langen für den... wo ist denn der? Hinten. Ganz hinten, habt ihr ihn ganz kurz gesehen. Wir haben den für den Unimog. Ja, deswegen brauchen wir den auch nicht mehr. Hofhändler. Zack, zack, adios. So, und du kannst dann gleich die zweite Fuhre mitnehmen. Und ich werde mir einfach zwei von diesen Duo-Farm... Wie heißt das Ding? Farm... Ich hab's vergessen. Nee, nicht der, sondern der, der hier. Der sieht mir solide aus. 32.000 wie 38.000 Euro ist okay. Also gibt's jetzt wirklich nichts zu meckern. IT-Runner... Wie viel hat hier Platz? 45.000, aber kostet gleich eine Stange Geld mehr, ne? Das ist halt... Da hat nichts Platz, das weiß ich. Und von den normalen, sage ich jetzt einmal, habe ich eigentlich schon fast alle durch. Die sind schon ein bisschen, wenn ich das Wort ausgelutscht verwenden darf. Ja. Das ist halt... What? Ich muss noch ein bisschen vorspulen. Entschuldigung. Bis neun war es gewesen, ne? Ja, das hab ich jetzt vergessen. Das tut mir leid. Das war jetzt nicht mit Absicht oder extra. Das habe ich einfach nur vergessen. Also ich wollte hier ganz sportlich um 7 Uhr morgens anfangen. Ja, nichts da. Ja. Moin. Da liegt was am Boden. Na, wie geht's euch? Das allein hat schon 34.000 gemacht. Wir haben viel zu viel Geld ausgegeben, das Zeug hier. Ja, du kannst auch weg. Boah, Alter, es gibt ja richtig Asche. Wir haben ja richtig viel Geld ausgegeben für das Zeug hier. Kann ich, glaube ich, verkaufen, weil das nur das Unterstück dafür war. Ich hoffe es. So, muss ich gleich mal gucken gehen. Moin. Wow, der ist zu weit draußen. Das ist nicht gut. Ach, da kommt ein Fendt. Was für ein Zufall. Können wir ein bisschen reinschubsen. Schubsen, hat er gesagt, ne? Alles klar. So. Moin. Dann lassen wir ein bisschen schubsen, ne? Aber mit dem hier, nicht mit dem Fendt, weil der Fendt ist mir zu schade dafür. Und der wird hier sowieso verkauft. Jo, passt. So, mal kurz gucken gehen. Ja, Simon. Boah, was haben wir Geld ausgegeben hier? Ohne Witz. Was haben wir hier Geld ausgegeben? Ja, ist mir jetzt auch egal, ob du jetzt am Boden liegst oder nicht. Weg. Auch 11.000 gebracht. No. No, 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 no. Alter. 35. Jo. War okay. War. Da kannst du jetzt aber auch theoretisch ganz locker den. Nee, ich kaufe mit denen tatsächlich. Wenn es zu wenig ist, dann fahre ich halt einmal mehr, weißt du? Radsetup kann ich gerne Standardreifen nehmen, weil ich mag diese Nokian-Reifen nicht. Aber der ist doch auch okay, oder? Oder wie sehe ich das? Ja. Was gibt's daran zu meckern? Nix. Hoppla. Gar nichts. Er hat eine geile Aufbauhöhe, wo wir mit dem Lader rankommen. Das ist vollkommen okay, wie ich finde. Vollkommen okay. Da kaufen wir uns jetzt zwei. Weiß ich jetzt nicht. Guck mal, wie das passt doch perfekt, oder nicht? Ich finde das gut. Ich finde das nicht zu groß, nicht zu. Ich finde das gut. Boah, boah, bleib dabei, ich finde das gut. Händlerhof, habe ich irgendwo einen Kurs gehabt, glaube ich? Ja, habe ich gehabt hier. Los. Na, du hast schon wieder falsch angelenkt. Das sehe ich sofort. Wenn du falsch einlenkst, ne, da habe ich keinen Bock drauf. So. Okay.
Der wird aber nicht jetzt theoretisch hier hinfahren. Also der wird schon zum Hof fahren, das ist richtig. Aber dem würde ich dann theoretisch gleich weiterschicken. Und deswegen würde jetzt der Deutz nochmal ein bisschen zum Einsatz kommen. Hoppla. Und der Deutz würde jetzt den zweiten Anhänger wegbringen. Diesen großen Anhänger, den wir da haben. Wir haben immer noch 143.000. Das dürfen wir bitte nicht außer Acht lassen, ne? Immer noch so viel. Wow, warum leckt denn das jetzt wieder so teuflisch? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, dann kommt das jetzt nochmal weg. Den Tieranhänger, den würde ich tatsächlich noch lassen. Den habe ich seit Anfang an, ne? Der Stand hier, wo ich hier angekommen bin, den habe ich nicht angerührt bisher. Also, nee. So, du fährst mir nochmal zum Händler und bringst den weg. Und Händlerhof. Wie gesagt, die Möglichkeit besteht noch, habe ich heute im ersten Video schon gesagt, wenn ihr geile Vorschläge für Anhänger habt, gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich die gerne nochmal austauschen. Ich mache das dann so, damit es hier nicht wirklich sichtbar ist, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Was hast du gemacht? Oder warum hast du das gemacht? What? Du musst nur da hinfahren, Kollege. Ich bin ein Vollidiot, danke. Okay. Gut, ja, der Wario müsste jetzt ja dann bald kommen. Ich hoffe, die treffen sich. Ach du Schande. Ja, ich fahre mit dem gleich. Guck, das sieht aber schon geil aus, oder? Also wenn so ein Wario ankommt, da hab ich schon Bock drauf, weißt du? So, mit dem fahren wir jetzt gleich mal weiter. Ja, das sieht gut aus. Weißt du nicht, warum der andere Reifen jetzt schon schmutzig ist, aber hey, ist ja kein Problem. Einer schmutzig, einer nicht schmutzig. Ja, gut. Ja gut. Oder vielleicht kaufen wir uns auch noch einen anderen. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch einen IT-Runner. Wäre schon... Also, schlecht wäre es nicht, ne? Speziell auch für die Flüssigkeiten wäre es wahrscheinlich... Einen IT-Runner werden wir kaufen. Doch, einen kaufen. Einen werden wir uns gönnen. Ja, einen kaufen wir uns. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung drin. Weil sonst sagt ihr wieder, das haben wir das gleiche gekauft. Ich kenne euch ja, ihr Schlawiners. Wo ist mein... Ja, hier oben. Dann haben wir Abwechslung. Ist zwar jetzt doof, dass der kleinere Deutz, sage ich jetzt mal, den größeren Anhänger mitnimmt. Aber hey, wir können ihn am Hof ja tauschen mit dem Johnny. Weil der Johnny hätte ich ja jetzt geplant gehabt zum Stroh sammeln. Das werden wir jetzt aber hier mit dem Deutz machen. Und den Johnny. Der Johnny wird dann den großen IT-Runner nehmen. Weil ist ja ein Tritem. Und würde mit dem kalt fahren. Ja. So, glaube ich, kann man den Plan stehen lassen. Ja. So, guck mal gleich mal, wie das hier aussieht, ob der Anhänger auch rutscht. Ich glaube, ich hoffe es, aber nicht. Ich weiß nicht, warum der immer noch Schmutz von den Reifen runterfällt, aber hey, war ja wunderbar. Okidoki. So, geht da hier gleich was rein? Ja, oh, guck mal an. So, rutschst du weg? Kein Millimeter wird hier gerutscht. Was ist da los? Geht da auf allen vier Reifen die Luft gleichzeitig aus, oder wie ist das hier? Boah, sieht schon geil aus, oder? Alter, das sieht schon hammer aus. Oder? Ich feier sowas, weißt du? Solche Bilder, die kann man immer angucken. So, wie viel haben wir hier noch drin, ne? Wir sind leer. Okay, ich speichere mal ganz kurz zwischen, weil, ja. Hofbergmann ist immer ein bisschen, Das war natürlich eine richtig geile Doppelbelegung. Egal. So. H für Helfer und ich wünsche dir viel Spaß. Aussteigen, O drücken, Spaß haben. So, du bist angekommen. Ja, wunderbar. Dann kannst du hier gleich nochmal reinfahren, sag ich mal. Und den verkaufen. Wie gesagt, ich bin auch niemandem böse, der sagt, bei mir funktioniert das Anhängerburger wunderbar und bei mir, ich mag die Anhänger, ist gar kein Thema. Ich bin niemand, der jetzt sagt, die sind scheiße, mach die sofort weg. Also ich finde sie nicht gut, deswegen habe ich sie verkauft, werde sie verkaufen. Aber wenn ihr sagt, ich bestehe auf dieses Set, hey, gönnt euch. Gönnt euch hart und kräftig. So, verkaufen. Boah, Alter. Da kommen wir fast auf 200.000. Ja, 205.000. Was wir jetzt machen, ne? Jetzt machen wir was anderes. Wir kaufen jetzt den hier.
in, nee, ich möchte ihn tatsächlich in Schwarz haben, weil ich finde den Schwarz auch nicht so schlecht. Wir kaufen uns dazu den hier in einem, was ist denn eine freundliche Farbe? Gelb? Ist Gelb eine freundliche Farbe? Ich glaube ja, ne? So, und dann mache ich jetzt noch was Verrücktes, und zwar werde ich mir jetzt noch ein Feld kaufen. Ja, wir sind zwar schon am Ende der Folge, aber das ist mir Schnutzpiepelpopel egal. Alter Schwede, hat gerade geblitzt draußen. So, wir kaufen uns jetzt noch das Feld 14. Ja, kaufen. Wunderbar. Okay, bin ich zufrieden. Haben wir theoretisch, ich möchte mal ganz kurz was gucken, ne? Haben wir theoretisch, nee, der ist, Alter, ist ja teuer. Der ist ja richtig teuer. Also der ist richtig, also teuer, ne? Also der ist richtig teuer. Gut, aber den können wir vielleicht mal mieten. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns um 16 Uhr wieder zur dritten und letzten Folge heute auf der Hofbergmann. Bis später. Macht es gut. Ciao, ciao.